Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir machen uns jetzt, glaube ich, mal am besten auf in den Wald. Das müsste hier lang gehen, ja. Und dann gucken wir mal, was uns so alles über den Weg läuft. Wir haben hier nämlich ziemlich viel an Aufgaben. So. Wenn ich mich recht erinnere, Oh, auch. noch mehr Wald. Und ich dachte, ich hätte die Wildnis für immer verlassen. Wir sollten uns nicht verlaufen. Wie ihr Das kann wünscht. an einem Ort wie diesem nur zu leicht passieren. Man sagt, der Schleier sei sehr dünn hier und es gäbe zahlreiche seltsame Dinge zu beobachten. Vor allen Dingen. Ah, ich wollte gerade sagen, werden wir von etwas angegriffen, was wir gar nicht sehen können. Aber die Wölfe kommen. Okay. Oh je. Was war jetzt? Okay. So, Werwolf. Okay, ja. Oh, und erstaunlicherweise. Liliana holt ihren Bären. Jawohl. Sehr schön. Danke, Liliana. Dann brauchte ich das ja gar nicht in Auftrag geben. Find ich gut. Kodex aktualisiert. Werwolf. Ja, okay. Und Dane blieb aufrecht stehen. Die Bestie mit den Reißzähnen kam näher. Er sah den Zorn in ihren Augen und den Wolf, der sie einst gewesen war. Das Schwert erhoben, pries er den gnädigen Tod und betete zum Erbauer. Aus einer bekannten Version von Dane und der Werwolf, einer Legende aus Ferelden, etwa 450 schwarzes Zeitalter. In den Legenden von Ferelden ist oft von der Bedrohung durch diese Kreaturen die Rede. Wölfe, besessen von Dämonen des Zorns und dadurch verwandelt in Monster in Menschengestalt, unglaublich schnell und stark. Durch ihren Biss verbreiten sie einen Fluch, der die Opfer vor lauter Wut wahnsinnig werden lässt. In diesem Zustand kann ein Mensch ebenfalls besessen werden und sich in eine wilde, wolfsähnliche Bestie verwandeln. Über derartige Werwölfe menschlichen Ursprungs sind sich die Geschichten uneins. Manche behaupten, die Verwandlung sei unkontrollierbar, andere, dass man sie nicht rückgängig machen könne. Wie bei Berichten über Dämonen üblich, kann wohl beides als wahr gelten. Der Umstand, dass normale Hunde einen Werwolf auch in menschlicher Gestalt erkennen können, dürfte der Grund dafür sein, dass in Ferelden der Hund zwingender Bestandteil eines jeden Bauernhofs ist. Das Bündnis zwischen Menschen und normalen Wölfen ist Thema der beliebten fereldischen Volkssage Dane und der Werwolf. Den Helden Dane gab es wirklich. Er führte zu Beginn des schwarzen Zeitalters einen Feldzug zur Vernichtung der Werwolfplage an. Seitdem gibt es zwar keine derart bedrohliche Anzahl von Werwölfen mehr, aber dennoch wird immer wieder von einzelnen Rudeln in entlegenen Waldgebieten berichtet. In jüngerer Zeit sollen einige von ihnen eine ungewöhnliche Willenskraft und Intelligenz entwickelt haben. Der Grund dafür ist jedoch noch nicht bekannt. Alles klar. Ja, wir gehen mal weiter. Wir werden hier noch Massen von Wölfen haben, die uns angreifen und Werwölfen und also es wird manchmal ein bisschen viel mit den Werwölfen und den Wölfen. Oh mein Gott. Völliges Chaos. Das Problem ist, also, nein, nicht Problem. Also eigentlich sind die aber nicht besonders schwer. Zumindest nicht, wenn man, wie wir jetzt nicht gerade also levelmäßig nicht so weit unten ist. Kein Loot? Oh Mann. Alles klar. Nee, wir gehen mal weiter hier außen rum. Hier kann man sich nämlich echt übel verlaufen. Ich muss mich erst wieder orientieren. Ich war hier lang nicht mehr unterwegs. Oh Gott, ja, hier war das mit den Bären. Es ist nur dieser eine Bär. Genauso wird es geschehen. Es ist wirklich schade um dein Gesicht. Ja, vielleicht sollte Alistair den antanken. Hast du ein Problem? Okay, Morrigan, du könntest einfach mal heilen. Dein Selbstwert, sei vorsichtig. Ja. Okay, das war's. Gut. Das war der Bär. Auch er lootet nicht, aber er blutet. Okay, Leichnam. Das war ein blöder Witz, ich weiß. Ja, ich nehme sie mal mit. Ich glaube nicht, dass. Also ich werde irgendwann anfangen, diese nicht verzauerten Sachen nicht mehr mitzunehmen.
Oh Gott. Ah ja. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Wachwölfe sprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Ein weiterer Dalish kommt, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Also erstmal, ich bin kein Dalish. Okay, erstmal sind wir erstaunt oder sagen wir einfach, ich bin kein Dalish, seht ihr das nicht? Dann werden die wahrscheinlich sagen, oh, ein Elf sieht aus wie der andere. Machen wir mal hier. Ihr sprecht? Ich dachte, Werwölfe seien wilde Bestien. Wir sind Bestien, aber nicht länger einfach und hirnlos. Ja, versetzt euch das nicht einen kalten Schauer? Ihr sprecht mit Windläufer. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Sagt ihnen, wir werden mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür. Ich weiß nicht, ob... Oh, ich hoffe, das geht nicht. Ich hoffe, wir haben die Option gleich immer noch. Dann seid ihr die Werwölfe, die den Dalish aufgelauert haben? Richtig. Ich bedauere nur, dass wir in jener Nacht nicht alle mit dem Fluch belegen konnten. Okay. Ihr klingt, als hättet ihr großen Hass auf die Dalish. So ist es. Wie können sie es wagen, euch zu uns zu schicken? Kehrt um, solange ihr noch könnt. Okay, ich möchte lieber mit euch sprechen. Ich will euch nichts tun. Hat euch nicht Zazrian geschickt? Er will nur unsere Zerstörung, kein Gespräch. Ihr sprecht von Zathrian, als würdet ihr ihn kennen, ja, in der Tat. Ach, wir beide sind uns nie begegnet. Ich schwöre, das würde er auch nicht überleben. Warum denn? Warum hasst ihr ihn so sehr? Ihr wisst gar nichts. Nichts über uns und noch weniger über jene, denen ihr dient. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Puh. Ja. Verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dalish und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Alles klar. Ich will nicht kämpfen, aber Rückzug ist auch keine Möglichkeit. Ich will auch nicht gegen euch kämpfen, aber wir können euch nicht trauen. Kommt, Brüder und Schwestern, ziehen wir uns zurück. Der Wald hat Augen. Und wird sich wie eh und je um Eindringlinge kümmern. Mist, ich hatte gehofft, ich könnte ihn noch zu Schattenreißer befragen. Na gut. Alles klar, Karte aufrufen. Ja, hier, wir sind hier einmal rum. Wupp. Nein, nicht neben die Brücke. Was soll... Wollen wir jetzt machen? Weitergehen. Ah, ich will nicht die ganze Zeit gegen die tollwütige Werwölfe, alles klar. Ich glaube, da sind dann auch die, ich habe mich eben gefreut, dass sie auf Fernkampf war, ne? Das ist klar. Bringen wir es hinter uns. Es geht ja eigentlich. Es bringt EP-mäßig geht's, glaube ich. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Nein, ich wollte gerade sagen, nicht mit irgendjemandem sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Fell, ob wir da irgendwas mit tun können.
Wow. Mir fällt. Ja. Oh, hier ist noch eine. Auf jeden Fall gibt es hier im Wald ordentlich Elfenwurzel und die versuche ich auch alle mitzunehmen. In Ordnung. Damit wir genug haben. Boah, okay. Ich weiß nicht mehr genau, wo das dann... Also es gab hier irgendwie so eine Stelle, an der man auch nicht... Oh Gott, das ist dunkle Brut. Alles klar. Du hast irgendwas mit Schleudern gemacht. Dann würde ich sagen... Der hat irgendwas mit Schleudern aktiviert. Können wir den... Ach nee, das ist ja... Win hat den... Ja, okay, wir machen mal das. Beenden wir es. Ich werde es tun. Okay, Der Bär kommt nicht an Morrigan vorbei. Morrigan, du musst hier hingehen. Der Bär kommt nicht an dir vorbei. Okay. Gift. Liliana... Könntest du bitte... Ja. Kümmere dich doch mal da hinten um den. Das fände ich total super. Ein weiterer Punkt für... Verkrüppel den mal. Die Rüstung. Einen kritischen. Ja, kümmert sich um den und wir kümmern uns um den Ogre, der ist sonst... Ich bin dein Schicksal. Hat sie den schon? Nee. Okay. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, dass sie so viel dunkle Brut ist im Brasilienwald. Okay, 34 EP gibt es für die. Ich weiß nicht, wie viel es für die Werwölfe gab, aber es war wahrscheinlich ähnlich. Wie ihr wünscht. Alles klar. Da unten ist... Okay, da hinten liegt ein toter Templer, den ich nicht verpassen möchte. Oh, Moment, das war auch was. Das war auch was. Oh, war das jetzt doof, das jetzt zu machen? Mystischer Ort der Macht. Vor dir siehst du einen Grabstein. Sein Anblick beunruhigt dich. Den Grabstein in Ruhe lassen. Alles klar. Ich glaube, man musste irgendwas anderes. Ochsenknochen. Oh, der ist für... Oh, zwei Geschenke. Alles klar. Ja, der Brasilienwald ist ein bisschen blöd zu navigieren, weil er so verschiedene Ebenen hat. Also wir kommen jetzt hier nicht runter. Meine ich. Nee, genau. Wir kommen hier nicht runter. Da müssten wir jetzt da rechts weitergehen. Genau, diesen mystischen Ort der Macht, den brauchen wir noch für irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr genau für was. Ach, hier können wir nicht rüber. Ich glaube, das war irgend so ein Beschwörungsdingsbums, was wir da machen konnten. Irgendwas beschwören und dann platt machen. Genauso wird es geschehen. Mhm. Degen. Was? Wer ist da? Ihr seid schwer verwundet. Was ist passiert? Wir sollten Schattenreißer finden, sein Herz holen. Angegriffen. Ihn ausschalten, solange er bewusst... Nein, wir bringen ihn natürlich ins Lager der Dalish zurück. Dann haben wir was bei denen gut. Endarin Etishan, grauer Wächter. Unsere Späher haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Badegen! Er ist verwundet, aber ich glaube, er wird überleben. Ich bin froh, dass wir ihm helfen konnten. Dem Erbauer sei Dank, dass wir rechtzeitig zu den Dalish zurückgekehrt sind. Er muss über diesen Mann gewacht haben. Vielleicht haben aber auch seine eigenen Götter über ihn gewacht. Oder so. Und vielleicht kennen sie den Erbauer auch nur unter einem anderen Namen. Glaubt, was ihr wollt. Meiner Meinung nach sollten sie eher dem Grauen Wächter danken als irgendeinem abwesenden Gott.
Aber was weiß ich schon. Masiranas, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethalin, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten. Alles klar. Verwundet im Wald. Quest absolviert. Ja, genau, wir mussten die Eisenborke, das Opfer des Fluchs, genau, Danila mussten, ja, wir haben nicht so direkt die Möglichkeit im Augenblick mit dem Haller irgendwas zu tun, deswegen, okay, wir gehen mal hier weiter, weil ich glaube, wenn wir hier ein Stückchen weitergehen und dann nach links, kommen wir schon an einen Questmarker. Schon ganz schön ein Stück gelaufen. Das ist halt auch so eine Sache, ne, dass man in diesen Spielen immer laufen muss. Da bin ich so froh, dass man die Inquisition dann irgendwann sich mit Reittieren vorwärts bewegen kann. Beziehungsweise, dass die Schnellreisefunktion da so wow, gut ist. Hallöchen, wilder Waldgeist. Alles klar. Ich glaube, das ist da die Eisenborke. Oh, nee, 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 das ist ganz schlecht. Das ist tatsächlich nicht gut, wenn der das macht. Wenn du mir in die Quere kommst, bezahlst du dafür. Er hat irgendwas widerstanden. Alles klar, aber nicht lang. Ja. Eisenborke, jawohl, die nehmen wir. Das ist ein Questgegenstand. Kodex aktualisiert. Ah, die wilden Waldgeister. Mhm. Ja, das für Dämonen, die in unsere Welt eindringen, sind Menschen nicht immer die bevorzugte Beute. Von Menschen Besitz zu ergreifen, birgt das Risiko, mächtigen Magiern und Templern zu begegnen und bringt weitere Komplikationen mit sich. Manche Dämonen wählen daher Tiere oder sogar Pflanzen aus, in der Annahme, es handele sich dabei um ebenso nützliche Wirtskörper. Dergestalt besessene Bäume werden wilde Waldgeister genannt. Normalerweise werden nur Dämonen des Zorns, die schwächsten Wesen der Dämonenhierarchie, zu Waldgeistern. Nach dem Eindringen müssen sie den Wirtskörper zunächst umfassend umgestalten und mobil zu werden. Danach ist ein Waldgeist aber ein mächtiger und durchaus tödlicher Gegner. Hin und wieder werden auch intelligentere Geister zu Waldgeistern. Sie sind weitaus weniger aggressiv, aber enorm selten. Wilde Waldgeister sind langsam, aber sehr stark. Sie ziehen es daher vor, im Hinterhalt zu liegen und auf ein Opfer zu warten, das sich verlaufen hat oder erschöpft ist. Dann schlagen sie zu. Inmitten von normalen Bäumen sind sie erst auszumachen, wenn sie sich bewegen. Wenn sie zum Leben erwachen, wie manche Reisende sagen, werden ihre Wurzeln zu Beinen und die Äste zu Armen. Haben sie kein Opfer, fallen Waldgeister oft in eine Art Schlaf, was vielleicht mit der Natur des Baumes als Wirtskörper zu tun hat. Nach dem Schlagen ihrer Beute kehren sie meist an den Ort zurück, wo sie ursprünglich verwurzelt waren. Aus all diesen Gründen ist es enorm gefährlich, sich längere Zeit in einem Wald aufzuhalten, in dem Waldgeister leben. Joa. Haben wir ja trotzdem ganz gut hingekriegt, ne? Todeswurzel. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, hier geht's jetzt... Nee, hier geht's in den nächsten Teil des Waldes. Den machen wir aber jetzt noch nicht. Also der Wald hat wirklich mehrere Teile. Das ist jetzt hier auch auf der Karte eingezeichnet. Das ist der Ostteil des Waldes. Und wir sind jetzt noch hier unterwegs. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Also wie gesagt, der Brasilienwald ist ziemlich groß. Eigentlich sind die Gebiete alle relativ groß, in denen man so unterwegs ist. Wir werden erstmal die Außenbereiche machen. Ja, komm wieder. Tollwütiger Werwolf. Oh, das ist ein nicht tollwütiger Werwolf. Also die Gebiete sind alle relativ groß, also auch, ich meine, Denerim hat man ja, ne, haben wir ja auch noch nicht wirklich viel, also da ist ja noch einiges, was wir nicht gemacht haben. Ja, ich möchte gern, ich weiß nicht, ob wir diese Werwolf-Fälle irgendwann irgendwo brauchen für eine Quest oder so, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr im Detail.
Okay, hier ist der südöstliche Wald. Dann haben wir den Teil auch schon erreicht. Nee, das machen wir auch noch nicht. Weil auch hier gibt es noch genug zu tun, wenn ich mich da nicht... Oh, ja. Sind alle so begierig aufs Sterben, nicht wahr? Ja. Liliana ist schon wieder im Nahkampf. Liliana, deine besseren Waffen sind die Fernkampfwaffen. Geh doch bitte in den Fernkampf. Das Blöde ist, wenn ich ihr die Waffen wegnehme, kämpft sie trotzdem damit. Also, sie kämpft dann mit den Fäusten, glaube ich. Das ist halt das Blöde. Hier ist der Nächste. Ja. Ich meine, hier gab es einen Oberbaum sozusagen, für den man dann auch Dinge machen musste. Also quasi Quests erledigen musste. Okay, die Gruppenheilung kam am Ende des Kampfes. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, aber gut. Große Eiche. Boah, hier sind noch mehrere. Und ich glaube... Oh, dieser Waldgeist. Ich hatte gedacht, hier wären mehrere. Aber, beziehungsweise hier... Oh. Ich dachte gerade, wo bin ich denn reingelaufen? Aber ich bin wieder gewurzelt. Und wir haben Level, alles klar. Können wir jetzt gerade nur nichts mit anfangen. Komm, steh auf. Dass der immer so lange liegen bleibt. Ausruhen kannst du dich gleich. Ich meine, es gab hier einen Baum, den wir dann nicht bekämpfen. Ich dachte, das wäre einer von denen hier gewesen schon. Aber offenbar ist er das nicht. Hier ist es aber. Das ist dann... Was ist das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Eine Ziege? Das ist irgendwie eine Ziege oder so. Alles klar. Du bist das, die große Eiche. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem alten Baum. Genau, und er reimte immer. Seht ihr das nicht? Ich bin ein Werwolf. Alles klar. Ihr werdet mich doch nicht angreifen, oder? Ihr sprecht von den anderen, denen voller Wut. Vergebt ihnen. Ihr Schicksal meint es nicht gut. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der uralte Baum. Er reimt? Das ist ein reimender Baum. Was für eine Art von Geist hat denn hier seine Finger im Spiel? Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Warum sprecht ihr in Reimen? Die Frage ist, warum tut ihr es nicht auch? Eure Worte sind flach, wie Schall und wie Rauch. Vielleicht steckt die Seele eines Dichters in mir. Vielleicht erhebt mich das über das Tier. Ja. Okay, ich nehme mal das Erste mit so einem gewissen ironischen Unterton, weil ich würde das auch als ironisch lesen. Oh ja, das macht euch selbstverständlich über alles erhaben. Ich finde es übrigens sehr klasse, wie unser Hund hier liegt. Also Garion macht komische Dinge. Nur ein Wortspiel, ein harmloser Scherz, der meinem Gast erleichtert das Herz. Okay, was genau seid ihr? Ich bin nichts weiter als eine alte Eiche. Aber es gab eine Zeit, in der ich durchstreifte die Reiche. Ein Traum voll unnatürlichem Leid, entsprungen in uralter, vergessener Zeit. Ob ich ein Geist war, kann ich nicht wissen. Ein
wanderndes Ding in diese Welt gerissen? Der Geist vereinte sich mit einem Baum. Und so soll es wohl sein. Vergessen der Traum. Okay, es scheint einfach, als seien die anderen Bäume deutlich feindseliger als ihr. Ja, das machen wir mal. Bei den Waldgeistern ist das nur zu wahr. Sie sind ziemlich verrückt und denken nicht klar. Ein Geist ohne Mund, um zu flehen. Gefangen in einem Baum, ohne Augen, um zu sehen. Ein Käfig aus Borke, ein hölzerner Sarg, ein Wesen des Zorns, das einst Hoffnungen barg. Sie sind Geister des Waldes, verfallen dem Wahn. Doch ich bin anders. Ich folge dem Plan. Ich akzeptiere mein ewiges, ehernes Heim und unterdrücke den zornigen, wütenden Keim. Okay, ich würde gerne mehr über diesen Wald erfahren. Ich meine, wenn wir schon mal mit dem Baum reden können. Ich kann nur berichten, was ein Baum hier so sieht. Ich weiß nicht alles, was hier geschieht. Woher kommt der Name Brazilianwald? Den geben ihm ja eigentlich wahrscheinlich die Elfen und die Menschen, aber nicht die Bäume, aber gut. Das ist der Name der Menschen für dieses Land. Sie haben es nach ihren Wünschen. Land. Sie stahlen es und töteten die alten Elfen. Und als ihnen selbst der Tod drohte, konnte niemand ihnen helfen. Hier haben einst Elfen gelebt? Die Elfen haben die Samen gepflanzt, den Wald gepflegt und in ihm getanzt. Aber das alles ist so lange her. Nur eines ist sicher. Sie leben nicht mehr. Okay, was ist hier geschehen, dass der Wald so geworden ist? Vielleicht ein Krieg. Ich weiß es nicht. Als es geschah, war ich noch im Licht. Doch viel Tod gab es in der Tat. Und die Geister, sie folgten dem Pfad. Die Geister ergriffen Besitz von Toten und Bäumen. Jetzt sind sie alle verrückt, getrennt von den Träumen. Der Wald besaß seinen eigenen Geist ohne Namen. Er war alt, so alt wie die ersten Samen. Vielleicht ist er damals vor Kummer gestorben, oder der Wald war ihm zu sehr verdorben. Vielleicht sind auch die Werwölfe schuld. Das könnte sein. Als sie erschienen, verschwand der Geist. Und der Wald war allein. Okay, das verstehe ich nicht. Zumindest Darien versteht es gerade nicht. Ich sage es euch, so klar es nur geht. Anders kann ich es nicht. Ich hoffe, ihr versteht. Okay. Gibt es hier irgendetwas Interessantes? Das ist eine so schwammige Frage, aber stellen wir sie mal. Das meiste davon verschlang die Natur. Geblieben sind zerfallene Steine nur. Vielleicht stehen noch einige Ruinen. Mit mehr Wissen kann ich euch leider nicht dienen. Okay, dann fragen wir ihn auch noch, ob er weiß, wo Schattenreißers Lager ist. Im Zentrum des Waldes, sagen die Linden, sei das Lager der Werwölfe zu finden. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wissen nützt. Ihr könnt nicht dorthin, da der Wald sie beschützt. Warum beschützen die Bäume sie? Vielleicht kontrollieren die Werwölfe sie mit Magie? Ich weiß es nicht. Aber die Bäume behindern sie nie. Okay, gibt es eine andere Möglichkeit, ins Zentrum des Waldes zu gelangen? Erweist mir den Gefallen, um den ich gebeten habe, und ich werde euch belohnen. Mit einer mächtigen Gabe.
Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Ich glaubte es kaum. Okay, und die hättet ihr gerne zurück, richtig? Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Okay, in Ordnung, ich helfe euch. Er hat ja schon gesagt, dass er uns belohnen wird mit etwas und alles andere passt nicht. Geht nach Osten und sucht diesen Mann. Tut das, was ich leider nicht kann. Okay. Ja, gut, das werden wir tun. Haben wir irgendwelche Gegenstände erhalten? Waren das die? Nee. Jetzt irgendwelche Plot-Gegenstände bekommen? Nee. Ich weiß es nicht, was wir bekommen haben. Kann ich jetzt gerade echt nicht sagen. Das ist nichts, was ganz spontan mir ins Auge springt. Okay. Ja, das war jetzt ein relativ langes Gespräch. Darum werde ich jetzt einfach mal einen Cut machen. Wir haben ja mit der großen Eiche gesprochen. Wir haben eine neue Aufgabe. Die werden wir auch tatsächlich relativ zügig machen, denke ich, beim nächsten Mal. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, wir finden den... Ich hoffe, ich erinnere mich noch richtig, was es mit diesem Mann auf sich hatte. Und ja, mal schauen. Ansonsten muss ich ein bisschen rumrätseln. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, warum nicht. Kommentiert auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ich sag einfach mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.